Erfahre in diesem Video, wie du mit nur einer guten Story deinen Online-Shop auf Millionen Umsätze skalierst. Viel Spaß! Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich bin gerade im schönen Ulm. Man sieht hier im Hintergrund das Hotel, wo ich gerade bin für ein paar Tage. Und ich wollte die Chance nutzen. Ich bin gerade mal rausgegangen, um ein Video hier aufzunehmen. Und zwar über den Gedanken, du brauchst nur eine Story, um mit deiner E-Commerce-Marke 7 Figures zu machen. Also wirklich Millionen Umsätze zu machen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du grundsätzlich ein gutes Produkt hast oder auch mehrere Produkte. Wenn wir davon ausgehen, dass du grundsätzlich glückliche Kunden hast, das heißt, wenn die deine Produkte besitzen, dass sie happy sind damit. Ja, dass sie vielleicht auch eine Rezension hinterlassen, eine Bewertung, das vielleicht auch ihren Freunden empfehlen, aber einfach Produkte, wo ja, Menschen damit happy sind. Ja? Jetzt gehen wir auch mal davon aus, dass du einen Online-Shop hast, der halbwegs gut aufgebaut ist. Ja, es muss jetzt kein Conversion-Rate-Optimierungsmonster sein, er muss aber bisher Verkäufe generiert haben. Aus meiner Erfahrung nach, und ich habe mit meiner Agentur Ecomhouse wirklich schon sehr viel Umsatz generiert für unsere Kunden im neunstelligen Bereich. Und was aus meiner Erfahrung nach reicht, um eine E-Commerce-Marke aufzubauen, ist eine gute Story. Eine gute Story für dein Marketing, was dafür sorgt, dass Menschen deine Produkte kaufen, und zwar en masse. Ja? Was ich halt sehe tagtäglich, und das schreiben mir auch immer meine Podcast-Zuhörer oder auch hier auf YouTube in den Kommentaren, dass extrem viel ausprobiert wird. Ja? Das fängt an beim Kanal. Ja, auf TikTok wird Ads geschalten, auf Facebook, auf Instagram, auf Google, auf Pinterest, manche sogar noch auf Snapchat. Und da wird sehr, sehr viel rumprobiert. Was ist das beste Kampagnen-Setup? Was ist die beste Kampagnenstruktur? Ist es dann irgendwie eine CBO? Ist es eine ABO? Ist es irgendwie noch Manual Bidding? Sind es Video-Creatives? Sind es Grafik-Creatives? Sind es irgendwie Slideshows, Karussells und so weiter? Sind es irgendwelche User-Generated-Content-Sachen? Und was ich da sehe, ist, dass durch dieses gesamte random testen, random rumprobieren, random einfach nur Geld verbrennen in irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren, absolut nicht zielführend ist. Und die meisten halt einfach gar nicht verstanden haben, dass Wachstum daher kommt, wie gesagt, wenn man ein gutes Fundament hat, also ein gutes Produkt, guten Online-Shop und so weiter, dass Wachstum davon kommt, Menschen zu erreichen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen von Menschen und diese Menschen dann schlussendlich auch zu überzeugen und zu fesseln, sage ich jetzt mal. Ja? Und dazu reicht genau eine gute Story. Ich habe mal ein Beispiel. Wir haben eine Marke, eine Brand bei uns im Beauty-Bereich. Da haben wir eine Ad, ein einzelnes Video. Es geht, glaube ich, weiß nicht, anderthalb Minuten, vielleicht sogar zwei Minuten. Dieses Video alleine hat 7-stellig gebracht, innerhalb von 2 Monaten. Ja? Warum? Weil es eine geile Story ist. Ja? Das heißt, das Video beginnt mit etwas, was die richtige Zielgruppe anspricht, was die Aufmerksamkeit gewinnt dieser richtigen Zielgruppe und spricht dann über ja, die Probleme der Zielgruppe, geht da einfach tief rein, sodass die Zielgruppe merkt, okay, das bin ich, ja? Der versteht mich, Sympathie wird aufgebaut. Und ich sehe ganz oft den Fehler, den viele machen, vor allen Dingen auch so im User-Generated-Content-Bereich, dass da irgendwelche random Leute dran sind, irgendwelche Content-Creator, die halt ein Produkt irgendwie mal ausgepackt haben, vielleicht maximal einmal verwendet haben und dann halt irgendwie so die 3 USPs runterbieten und mit einem ziemlich neutralen Gesichtsausdruck, ja? Wenn du aber jemanden überzeugen willst, dann muss es authentisch sein, dann muss es real sein, dann muss es echt sein, ja?
Bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, da haben wir zum Beispiel die Gründerin hergenommen. Ja? Weil die Gründerin oder der Gründer, die können meiner Meinung nach am besten das eigene Produkt, die eigene Marke verkaufen, denn es ist ihr Baby. Ja? Sie haben das auf die Welt gebracht, wenn man so will. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr authentisch und sehr, sehr glaubhaft. Deswegen bietet es sich zum Beispiel an, du als Gründer oder als Gründerin, einfach auch mal deine Geschichte zu erzählen. Ja? Natürlich nicht irgendwie random, ja, nicht irgendwie, ja, ich bin Hans-Peter, bin hier aufgewachsen, bin 15 Jahre alt und so weiter. Nein, du musst deine Story so aufbauen, dass es mit deiner Zielgruppe connected. Ja? Dass die Zielgruppe merkt, er versteht mich, sie versteht mich, sie oder er ist einer von mir, von uns, ja, spricht die gleiche Sprache und die Person ist mir sympathisch und die kann auch vor allen Dingen meine Probleme lösen in Form von den Produkten. Und wenn man das strukturiert aufbaut, dann reicht eine geile Story, gepackt als Ad, ja, verkaufspsychologisch aufgebaut und so weiter, um dir Millionen an Euros in Umsatz zu generieren. Höchst profitabel. Auf die Ad hatten wir einen 5er ROAS auf Meta und der Warenkorb ist 90 Euro ungefähr. Das kannst du dir mal vorstellen, wenn du sowas in dein Marketing implementierst, was das eigentlich für einen Effekt hätte auf deine Brand. Ja? Wenn du sowas lernen willst oder wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, geh mal auf die Website www.ecomhaus.com. Das findest du auch unter diesem Video in der Beschreibung. Es steht Q4 vor der Tür. Wir haben alle Hände voll zu tun. Aber das ist meine Message für das heutige Video. Du brauchst eine geile Story und kannst daraus deinen Shop richtig hoch zum Fliegen bringen. Schreib mal unten in die Kommentare, was so deine Erfahrungen sind, was du vielleicht auch aktuell für Ads schaltest. Und dann kann ich dir darauf in den Kommentaren auch Feedback geben, was du oder was ich an deiner Stelle in deiner Situation machen würde. Viel Spaß damit. Ciao.